Was geht ab, Freunde? Willkommen zum dritten Part dieses Quinch-Festes namens The Quarry. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Freunde, an der Stelle danke für das Feedback, aber da geht deutlich, deutlich mehr. Liken, kommentieren, Freunde. Ich meine es wirklich ernst. Nicht, dass ihr wieder denkt oder einige denken wieder, ah, der macht es ja sowieso, ich brauche hier gar nichts mehr machen. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Vergesst das. Ich leide hier vorne mit diesem Spiel. Ja, nach den ersten anderthalb Stunden in dem Spiel selbst und vorher in meiner Leidensgeschichte habe ich euch auch schon erzählt. Mein zweites Spiel ist übrigens immer noch nicht da. Also wahrscheinlich wirklich verloren. Mal schauen, ob ich mein Geld wenigstens zurückerstattet bekomme. Ansonsten habe ich 130 Euro insgesamt für zwei Spiele ausgegeben. Oh Gott, für dieses Spiel. Ah, Freunde, ich würde sagen, wir machen weiter. Ja. Checkt auf jeden Fall auch gerne das Gewinnspiel ab. Link in der Videobeschreibung. Kapitel 2. Ruf oder Ehre. Alter Schwede. Das ist hart. Das ist schon, oh, das ist eine Ansage. Ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, ich werde mich weiterhin lustig machen über das Spiel, über die Figuren. Wem das nicht passt, schaut woanders. Wir sitzen fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber man gewöhnt sich daran, schätze ich. Was meint ihr damit? Rimjob? Nein, Spaß. Oh mein Gott, es geht schon los. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Sch... Damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Der Blick von ihm. Da, also da, das zeigt einfach, was in seinem Hirn los ist, gerade nix. Na bitte. Und? Viola. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Verspielt. Geschickte Hände. Aha. Ich mag Männer mit geschickten Händen. Ich heiße auch Mr. Magic Fingers. Okay. Nicht wirklich. Okay. Okay. Gut, gut. Also, wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Beep, 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 beep. Was wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lame du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh. Ha, ja. Oh. Jackpot. Hey, sieh nur meine Riesenmelone. Oh. Hier. Einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja. Mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Ist doch ganz normal, American Pie. Achso, wir steuern sie. Okay, gut, gut, gut. Ich gehe mal davon aus, dass vielleicht etwas Hilfreiches in dem Safe sein könnte. Vielleicht eine Knarre oder sowas. Wenn die Hillbillies kommen. Mann, ich habe irgendwie Bock, die... Warum läuft die eigentlich so mit Hohlkreuz durch die Gegend? Warum machen das Frauen? Jetzt mal ernsthaft. Lauft er einfach normal rum? Das tut er sich auf Dauer auch weh? Jetzt mal ernsthafte Frage. Tut das nicht auf Dauer weh, wenn man so extra mit Hohlkreuz durch die Gegend läuft, damit man seine Titten... Wie sagt man? Extra in Szene setzen kann? Ich weiß nicht. Harem Scarum? Harem Scarum? Ich kenne nur Harry Scary, aber in einem anderen Zusammenhang.
Was? Wer hat das gesagt hier? Kapitel 2, Campladen. Hä? Ich dachte, wir sind Kapitel 1. Nee. Achso, nee, Kapitel 2, ja, stimmt. Diese Flugblätter bewerben einen Wanderzirkus namens Harem Scarum. Harem Scarum. Das Datum liegt über 6 Jahre zurück. Gut, gut, gut. Okay. Das, okay, von innen gibt es auch jetzt schon noch einen Punkt. Das finde ich ein bisschen immer, das finde ich immer so ein bisschen verwirrend, dass diese Punkte, die du denn untersucht hast, nicht einfach verschwinden, weißt du? Das verwirrt manchmal. Kann auch nicht näher noch die Kamera dran sein. Am besten in den Hinterkopf rein. Also wirklich, die Horror-Dinger sind bisher wirklich, also unfassbar scheiße. Wer kauft den Scheiß? Das ist die Frage. Warte mal. Jetzt könnte ich hier rein. Oh, die Tür fällt bestimmt dann zu oder so. Kann das sein? Warte, dann warte ich erstmal. Also ein Kühlschrank wäre auch ganz cool, oder? Für zu Hause, so einen offenen. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Hol doch Mr. Magic Finger hier. Tür aufdrehen, komm! Komm, verschaut sie sich denn? Oh. Ja, geil! Verdammte Scheiße! Was ist mit deinem Fuß los? Tut wohl weh. Schnauze! Jawohl, geil! Ah, ja. Nice! Ich bin auf jeden Fall auf der Seite der Hillbillies, Freunde. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gott. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom. Ich will mich umsehen. Wie du willst. Ist ein Kasten oder ein Pack Bier reicht für alle oder was? Okay, alles klar. Hallo, Hideo? Hideo? Kojima? Bist du da drin? Nein, schade, doch nicht. Jacob! Sieh mal hier! Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay, da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. Warte kurz. Beweis gesammelt. Zerfetzte Wanderrucksäcke mit getrocknetem Blut besprenkelt. Sein Bär? Was hat die immer mit ihrem Bären, Alter? Was ist denn hier los? Ist jetzt schon das zweite Mal. Was will die von den Bären? Lass sie doch in Ruhe. Oh, cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool! Und ein Code. Okay. Fertig. Okay. Also nur Bier in die Einkasse. Das ist doch. Oh ne, guck mal, das ist doch nicht ernst. Das ist doch eine Show jetzt hier. Das ist doch hier wie Cabin in the Woods, Alter. Das muss eine Show sein. Das ist doch nicht normal. Keine Snacks, willst, nur ein Kastenbier. Die Knarre echt behalten, hä? Ja. Für Bären. Okay. Also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen.
Mensch, Jimmy, wie heißt er nochmal? Schon wieder vergessen. Ryan? Ne, Ryan war der andere. Das sind wirklich so Vorlagen für Sprüche. Hättest du ja gesagt, ich habe auch eine Kanone für einen kleineren Bären, aber. Mann! Was ist denn los hier mit den Jungs? Die haben nichts drauf. Keine Sprüche, gar nichts. Lodge-Renovierungspläne. Baupläne für Reparaturen am Schornstein der Lodge. Aus den handgeschriebenen Randnotizen geht hervor, dass Chris Hackett im Moment das Geld dafür fehlt. Ah, das könnte man sich wahrscheinlich merken, weil man da vielleicht abhauen kann oder sich verstecken kann später denn oder wie oder was? Wahrscheinlich, ne? So, jetzt will jemand trotzdem mal hier reingehen. Mal schauen, was passiert. Ah, das sieht irgendwie so verdächtig aus. Hier ist ja gar nichts, oder? Warte mal, war hier in der Ecke alles? So ein bisschen. Ist es ein bisschen zu dunkel oder passt das so? Nein, schon. Das war bestimmt auch wieder. Ja, ist bestimmt auch wieder gut für später. Schön vorbereiten hier. Obwohl, wie gesagt. Ach man, irgendwie. Weiß nicht. Irgendwie habe ich Bock, die alle zu töten, oder? Okay. Bin drin. Ah, sehr gut. Das hat Boris Becker auch gesagt. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Nehmen wir mit. Verboten, okay. Aber nehmen wir mit. Du verboten ist es. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Er will nicht freuen, wie so zehn. Und sagte ich schon, Feuerwerk? Achso, der wirkt aufgeregt. Okay, cool. Das hatte ich jetzt nicht mitbekommen. Hinten so zerfetzt das Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp, stopp. Nicht bewegen. Oh, Mann. Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Sind die nicht für Kinder? Was? Ja, ja, aber ich war auch mal Kind. Du warst eins? Ich meine, okay, guck mal, ihr Mund sieht so unnatürlich aus, ganz komisch. Ich verspreche, du änderst deine Meinung. Keine Chance. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, 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 I'm in your mouth. Komm schon, das ist der beste Snack aller Zeiten. Okay, vergiss es. Heißt wohl, mehr für mich. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay, das ist, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Ah, verstehe. Ladies first. Danke. Okay. Bei solchen Sachen würde ich ganz gerne wissen, wie das im Original ist, weil seid ihr eigentlich Schubkarre, oder? Oder kennt jemand das von euch unter Schubskarre wirklich? Weil ich kenne es nur unter Schubkarre. Keine Ahnung. Freunde, wo sind die Hillbillies? Ich warte auf die. Wir brauchen Action langsamer. Okay. Reicht langsam. Das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Pff, okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Ich call es schon mal jetzt hier. Derjenige, den wir gerade sehen, der steht auf Ryan. Und jetzt schon mal. Energie. Podcasts. Ja. Okay. Der Blick, Alter, der zieht dich schon aus mit den Augen, ey. Lass mich raten. Du hörst gerade einen Podcast mit
unheimlicher Musik, geheimnisvollem Erzähler und abstrusen Geschichten, in dem irgendein Langweiler zu Hause sitzt und Theorien spinnt über Area 51 und Bigfoot. Sorry, das ist sicher nicht dein Ding. Das soll nicht heißen... Ja, wie auch immer. Ich mag sowas halt. Tja, vielleicht höre ich mal rein. Nee, mach, was du nicht lassen kannst. Nein, Ryan, das ist mir jetzt echt wichtig. Wie heißt der Podcast denn? Bizarr oder banal? Du findest es unglaublich witzig, dass banal wie anal klingt, oder? Keine Ahnung, wovon du sprichst. Einfach unglaublich. Banal. So, sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt? Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich mein, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H., ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Okay. Wer malt sowas, ey? Das ist doch auch direkt verdächtig. Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Seht ihr? Ja, war klar. Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Hallo? Was? Was? Wer ist dran? Hallo? Weird, ich dachte, da wäre jemand. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Hinweis entdeckt. Der noch jünger aussehende Campleiter Chris Hackett mit seinen beiden Kindern Caleb und Kaylee. Sie sehen glücklich aus. Ja. Hat der Schauspieler eigentlich irgendeine andere, größere Rolle, wo man den kennen könnte, außer aus Scream und Dingsbums? Also hier. Oder hat er irgendwo anders auch noch mit dem Geschmack? Kaylee und Caleb Hackett. We're the kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch. Verpixel sie nicht. Eigenbrötlerisch. Alter, was sind das für Wörter? Was nutzt der für Wörter, Alter? Das kennt doch die Hälfte, die gerade zuschaut, gar nicht die Wörter. Oh, nein, Spaß. Aber egal, also wie gesagt, in einem Hallo, Satz weird und dann eigenbrötlerisch. Also wirklich. Das ist ganz komisch. Ist das eine Falltür? Der Blick immer. Geheimer Sex-Dungeon. Ey, Junge, komm aggressiv rein da. War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja. Ich wette, Mr. H. steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaub nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt... wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Nee, ich will erstmal die Knarre an der Wand. Ich hab die schon gesehen. Okay, tja, sieht aus der Schlund der tiefsten Hölle, also... ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Ja, komm, muss sein, ey. Was siehst du? Oh mein Gott, Ryan, du wirst es nicht glauben. Was? Hier ist nichts. Oh. Ich hätte dich fast reingelegt, oder nicht? Nein. Vielleicht. Sei still. Es ist ziemlich spooky hier unten und es riecht ganz komisch, also... ja, okay, ich komme wieder hoch. Okay. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H. nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst.
Dingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja. Aha. Ja. Ja, ich. Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Smart. Oh, Laura Kearney und Max Brindley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Okay, also eine Liste mit den Namen der Betreuerinnen und Betreuer sowie persönliche Angaben und ihren Aufgaben im Camp. Zwei Namen sind durchgestrichen, Laura Kearney, bla bla bla. Wieso sind sie nicht aufgetaucht? Tja. Ist halt die Frage, was mit Laura passiert ist. Ne? Max ist ja... Schade. Der ist wirklich leider tot. Leider, der war so sympathisch. So, jetzt lass mich mal an die Knarre da ran. Ich hab die doch gesehen. Geht das überhaupt? Ey, wozu das Gewehr? Chris. Mr. H meinte, es ist für... Bären. Bären? Hier? Ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem... Ja, genau, die sehen es durchs Fenster. Das. Ja. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Bro, was, wenn wir heute Nacht beim Feiern draußen im Wald auf Freaks treffen, die so psycho... Most Dangerous Game-mäßig drauf sind. Meinst du Menschen, die Menschen jagen? Ja, also ich meine, denk mal drüber nach. Camp ist vorbei und die Jagdsaison fängt gerade an. Und? Was wenn, okay, sagen wir mal, was wenn jemand uns umlegen will, im Ernst? Tja, dann müssten wir uns wohl irgendwie schützen. Exakt, deshalb brauchen wir das Gewehr zum Schutz. Ja, nein, auf keinen Fall. Und einfach aus Spaß? Nein? Okay. Ja, total. Also, wir wissen, wo sie ist, nur für den Fall. Na gut, Mann. Ja. Yo, lass das Gewehr da, Mann. Na klaro, Boss. Seit wann hat er das Sagen, ja? Jo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Ha. Kriegt der eigentlich den Mund auseinander? Oder was? Den Kiefer auseinander? Bist du kein bisschen so neugierig? Ich fass auch nichts an. Gut, aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... An die Latte. Du redest Blödsinn. Oh. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Hat Mr. H uns überwacht? Nein. Ich meine, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen.
Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Und was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widerspreche dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, okay. Das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Also ich finde Dylans Synchronsprecher gar nicht so schlecht, aber ich glaube, das liegt auch viel, dass es so dämlich rüberkommt an dem Text, den sie da sprechen müssen. Der ist wirklich teilweise richtig dumm und dämlich. Was da rechts? Da ist so ein Kreuz oder was? Was war das? Oh mein Gott, ey. Wann geht die Action los jetzt? Ernsthaft, Freunde, wann geht's los hier, ey? Langsam muss es losgehen hier. Ich will Tote sehen jetzt ernsthaft. Es muss jetzt langsam losgehen. Ah. Max, Laurie. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch hier. Hier, hallo, direkt vor dir. Kurz Mumor gemacht, der Boy. Excavation Site. Woodswalk. Lodge. Die Insel. Fire Pit. Zipline. Check. Was? Check. Ich kann es nicht lesen. Das zweite Wort kann ich nicht. Back left camera. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Wow, ein paar von den Sachen sind ganz schön heftig. Ja, geh da lieber nicht dran. Ah, ist unspannend. Da war doch. War da nicht die Spritze? Ja. Ibuprofen? Okay, gut. Warte. Kann man hier auch rein? Achso, hier geht's raus. Ja. Hä? Ah, jetzt. Bisschen unübersichtlich, der kleine Flur dort. So, vielleicht kommt Ryan wieder. Fass das nicht an! Kann hier nichts machen oder was? Okay, gut. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Nice. Voll geladen. Wenn man jetzt noch länger wartet, werden die dann noch voller? Weil 28% ist voll geladen bei ihm oder was? Also,
Hast du für nach dem Camp schon irgendwas geplant? Schule? Weiß noch nicht. Verstehe. Freundin? Nein, eher nicht. Er sich freut, süß. Freier Geist. Cool, ja. Ich auch. Sind die Handys... Ja, vermutlich. Guckst du mal nach? Warten wir noch ein paar Minuten, nur zur Sicherheit. Wenn dann im Herbst die Schule losgeht, weißt du schon, was du als Hauptfach nimmst? Weiß noch nicht, Mann, darüber kann ich jetzt noch nichts sagen. Hast du noch nicht entschieden, was du mit deinem Leben machst? Hey, sind die Handys voll? Hey, hab ich dir erzählt? Mann! Okay. Das wird ja so zickig, Alter. Gut, gut. Nice. Oh ja, da erinnern sich gar nicht. Vollgeladen. Gut. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Danke. Ja. Okay, gut, Freunde, hier können wir dann wahrscheinlich erstmal... Oh, warte mal, Nick spielen wir jetzt alle kurz. Mit Mr. H's Kettensäge wäre es einfacher. Ohne Kinder ist das hier draußen eigentlich echt schön. Die sind manchmal unausstehlich, was? Ja. In deinem Markus sind sie immer still und hören zu. Du hast mich gesehen? Stalkt. Nur im Vorbeigehen. Die Kunsthütte liegt doch ganz weit außerhalb. Oh ja, nun, ich kenne Abkürzung, die dran vorbeiführt. Welchen Weg nehmen wir? Du darfst entscheiden. Felspfad. Ja, komm, schön abstürzen, aufschlagen im Kopf, irgendwas Spaßiges. Gute Wahl. Auf zu dicken Stöcken. Dicke Stöcke? Ja. Ja, für das Lagerfeuer und so. Dicke Stöcke. Oh Leute, ey, wann geht die Action los? Jetzt mal ernsthaft. Reicht das Holz jetzt? Noch nicht. Okay, jetzt können wir nicht steuern. Gut. So, ist das also immer noch Kapitel 2, ja? Beweismaterial. Ne, Kapitel 1 bin ich. Ne, warte mal. Doch, Kapitel 2 bin ich, ne? Ja. 10 Kapitel gibt es, oder was? Und deswegen 10 Beweise? Ja. Wahrscheinlich, ja. Cool. Ach, guck mal hier, das sieht da. Das ist echt ganz cool hier mit dem VHS-Tape. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann hören wir hier an der Stelle auf. Vielleicht zocken wir weiter, mal sehen, je nachdem, wie ihr rein supportet. Aber jetzt mal ernsthaft, ist nicht schlecht so, ist okay, es ist okay so. Mehr aber auch nicht bisher. Wirklich, wann kommen die, also 2 Stunden Geschmalze von Teenies, Freunde, also was ist hier los? Warum muss Action, ohne Scheiß, je länger das dauert, bis die Action kommt, desto mehr bin ich aus, die einfach direkt sterben zu lassen, alle. Ich sag euch, wie es ist. Ein Tod gönne ich dem Hillbilly. Der sah richtig motiviert aus, einfach, als er da losgestafft ist. Naja, gut. Freunde, wir hören uns vielleicht so oder so in anderen Videos, das ist ja klar. Ansonsten, danke fürs Zusehen. Haut rein!